Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg, 8.44 Uhr. Es ist Mittwoch, der 7. September. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und 12.792 ist die Big Number, die wir jetzt erstes platzieren und auch das Gap von gestern Abend. Und wir sehen hier, wir sind relativ dicht auch beim Daily Pivot. Ja, das ist die blaue Linie vom Vortag. Also das auch geringes Risiko. Wir schauen uns hier mal den gestrigen Handelstag an. Nachmittags eine 42er Box treten wir nicht. Alles, was unter 30 ist, gab es gestern nicht auf dem Minutenchart. Insofern kommt es für uns nicht in Frage. Wir schauen einmal auf die Vola-Box. Wo kommt die rein? Die Vola-Box wird reinkommen bei 12.671. Das heißt, wir sind fast 100 Punkte tiefer, wo die Vola-Box im Forecast rauskommt, oder? Ja, also das schauen wir uns gleich dann nochmal in Ruhe bei der Markteröffnung um 9 Uhr an. Wir gehen einmal in die Gesamtmärkte. Und fangen an mit Bitcoin. Vorlage, Zickzacklinie. Daily Short, wir sind unter 19.000, ja, nochmal von gestern, hier ist die Unterstützung, so, und wir sehen beim Bitcoin, mal gucken, ob es hält, danach haben wir vielleicht noch, wenn man bei 17,4, aber dann war es das auch, weil dann kommen die nächsten Unterstützungen 16 und dann erst hier wieder bei 13,9 und dann nächste Unterstützung ist dann bei 12,5, 12,4 und dann haben wir hier nochmal bei 10.000, also die Magic Big Number. So, 4 Stunden auch Short, Stunde Short. Und 30 Short, 15 Short, ich mache das mal ein bisschen größer. So, und dann sehen wir natürlich hier unsere, mach das mal ein bisschen die rote Linie raus. So, okay, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 sind wir Long. Nächster Markt ist Ethereum. So. 1524. So, Daily Long immer noch. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Long. Dow Jones, der die letzten Tage sehen wir, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, die letzten 6 Tage hier neue Tiefs gemacht hat, ständig neue Tiefs gemacht hat, ja, ist auch ein seltenes Phänomen hier. Ja, dass wir hier sehen, den Schlusskurs hier im Dow Jones, hier im Dow Jones, hier der Schlusskurs, hier der Schlusskurs, hier der Schlusskurs. Ja, und mal schauen, ob die Serie, die Negativserie heute gebrochen wird. 4 Stunden auch Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. S&P 500, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Öl 85, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5 Minuten Long.
Gold unter 1700. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde 30, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt ist DAX 12.770. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gap, wie gesagt, liegt hier 12.807 bei der Big Number. Die Kurslücke. So, Falle ist platziert. So, 8 Sekunden noch bis zur Markteröffnung. Wir sind jetzt genau in der Mitte, 12.57. Jetzt schauen wir mal. Und los geht's. 9 Uhr. Wir sehen hier diese Bola-Boxen auf dem linken Bildrand. Ganz weit unten. Und einmal gibt es hier, wie gesagt, morgen Zinsentscheidung. Und durchaus denkbar, dass wir heute auch nochmal seitwärts ein bisschen laufen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Der Markt entscheidet ja, welche Richtung er möchte und will. Und wir haben die erste Falle bei 12.807. Da ist nur ein bisschen Vorsicht zu genießen mit dem Risiko, weil der Daily Pivot gleich dort ist bei 22. Über den Daily Pivot Freibahn bis Richtung 12.9. Zwischen Step 2.850, dann 12.9. Unten herum haben wir jetzt die 50er Unterstützung. Sprich heute bei 43 hier Unterstützung, 38er Retracement und dann die Big Number nach unten hin. MTX gibt es auch aktuell nichts außer ein Long Setup eventuell für eine blaue Kerze. Vom Daily Pivot bis zu der gleitenden bis 43, also könnte man auch hier eventuell starten. 9:01 aktuell. So, wir stehen kurz vorm Einstieg. So, die nächste. Wir sehen die Kerze auch hier. Unentschieden. So, Big Number erreicht. Wir sind short im ersten Trade. Und das war der Eröffnungstrade Nummer 1. Wir platzieren die 12.8 noch einmal. Verabschiede mich jetzt aber hier für unser Videotagebuch, für unser Video. Buch, erste Trade 12.8. Big Number ist in den Gewinn gelaufen, ist jetzt bei 78,77 und wir machen weiter. Morgen voraussichtlich oder morgen definitiv erst auf Demo, weil wir morgen Zinsentscheidung haben. Heute noch im Live-Modus, also dann später. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig. Aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.